Namaste, guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Sitze am Beginn aufrecht auf einem bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation. Sei relaxed. Zur Unterstützung atmen wir am Anfang dreimal tief in die Nase bis tief in den Bauch ein und durch den offenen Mund aus. Tief einatmen und alles loslassen. Noch einmal. Zur weiteren Unterstützung üben wir Pranayama Nadi Shodhana. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen. Von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch. Rechts ausatmen. Rechts einatmen. Das Ganze nach oben, wechsel mit dem Daumen, links ausatmen, links einatmen, wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Noch ein Durchgang. Rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana gerne so oft, wie du möchtest, üben. Es unterstützt die Balance in den beiden Gehirnhemisphären. Es reichert dein Blut mit Sauerstoff an und dient uns jetzt zur Vorbereitung der Meditation. Sitze aufrecht. Mit der Konzentration, mit dem Fokus auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Öffne deinen Geist und dein Herz. Die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser reinen Essenz bist. Untrennbar, ewig, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen, und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis, und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele, zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott
in dir. Mit der Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort aus deinen Atem. Versuche nicht zu kontrollieren. Beobachte einfach nur. Beobachte und fühle, wie kühle Luft durch die Nase in den Oberkörper bis tief in den Bauch einströmt und beim Ausatmen diesen Weg zurücknimmt. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. Sprich gedanklich beim Einatmen. So. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. So. Ham. So. Ham.
Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in diesem ruhigen, friedvollen Zustand dieser Stille. Bleib aufmerksam und fokussiert. Beobachte einfach nur.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit und für Dankbarkeit. Sieh die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, alle fühlenden Lebewesen, alle Lebensformen. Wünsch ihnen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zuversichtlich, optimistisch und konstruktiv diese Zeit gestalten. Lächle ihnen zu und sei freundlich, dankbar und habe Mitgefühl. Sieh dich selbst, wie du gesund, freundlich, friedlich, optimistisch und konstruktiv diese Zeit erlebst. Wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar und selbstbewusst. Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen. Komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen.
Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, meditativen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung vor allen Dingen mit in den Tag und schenke sie anderen. Roy Eugene Davis schreibt in 7 Lektionen im bewussten Leben zu dem 5. Niyama Ishvara Pranidhana aus dem Sanskrit: bereitwillige Aufgabe eines illusorischen Sinnes der Selbstheit zugunsten eines Erwachens zu Bewusstsein und Verwirklichung von transzendenten Realitäten. Ishvara Pranidhana, das 5. Niyama. In Patanjalis Yoga Sutras wird Ishvara Pranidhana in dem 2. Kapitel Sutra 45 so definiert: Selbstverwirklichung ist vervollkommnet durch ergebene Hingabe an Gott. Roy Eugene Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Weil wir Einheiten des reinen Bewusstseins sind und Gott die kosmische Einheit des reinen Bewusstseins mit Attributen ist, ist der unmittelbare Weg, um zur Gottverwirklichung zu erwachen, die Hingabe, Aufgabe unseres falschen Gefühls der Selbstidentität. Alle anderen rechten Bemühungen sollten als vorbereitende Praktiken verstanden werden. Noch ein Beitrag, ein Zitat von Roy Eugene Davis am Schluss. Wann immer du dich alleine fühlst oder etwas benötigst, denke und sprich diese Wörter: Hier und jetzt, Gott ist. Gott ist um mich herum als vibrierende, lebendige Gegenwart und auf meiner innersten Ebene des Seins. Gott ist die Realität und Substanz von allem, was ich sehe, berühre und mich von Moment zu Moment beziehe. Roy Eugene Davis aus dem Master Guide to Meditation and Spiritual Growth. Ja, ich wünsche dir einen wunderbaren, angenehmen, harmonischen Pfingstsonntag in dem Bewusstsein von Ishvara Pranidhana. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste. Namaste.